Hallihallo meine Freunde, willkommen zurück bei Assassin's Creed Mirage. Heute geht's um den Botanist. Ihr seht's da schon. Ach, und da müssen wir uns erstmal ein bisschen ranprügeln. Ich bin weggelaufen, wir hatten eigentlich eine sehr gute Position. Aber da gab's noch ein Rätselchen zu holen. Und das habe ich mir mal ganz schnell geholt. Das habe ich noch nicht gelöst, aber ich habe es mir geholt. Und dann, wie gesagt, heute geht's ab. Ich habe auf jeden Fall die Gegner alle markiert. Die Apotheke von Hailana. Und damit haben wir auch einen historischen Ort entdeckt. Ja, mache ich das? So. Unentdeckt bleiben. Tja, schade. Das werden wir dann wohl nicht perfekt hinbekommen, aber was soll's. Zack. Ist das auch nur ein Auftrag? Also was heißt nur ein Auftrag? Das ist ein Auftrag. Eigentlich wollte ich unentdeckt bleiben. Mist, 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 Mist. Tja, so schnell kann's gehen. So. Aber wenn wir jetzt einmal entdeckt sind, können wir auch ein bisschen Bambule machen hier, ne? Würde ich sagen. So, da unten sitzt einer. Da haben wir viel zu holen. So, der hat jetzt seinen toten Freund gesehen hier. Ich will alles looten hier, ne? Beim Botanisten. So, der sieht seinen toten Freund. Und stirbt gleich mit. 50% mehr Schaden haben auch unsere Wurfmesser. Wie gesagt, wir sind voll OP hier. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier unter uns los? Da stehen zwei drin. Okay. Eine Liste mit den Inhalten der Krüge würde die Suche erleichtern müssen. Ach. Mist. Konnte da nicht ganz reinwerfen, ne? So, jetzt bewegen sie sich auf jeden Fall. Was? So, einer ist tot. Hi! So. Wo ist der andere? Da unten. Stirbt auch. Oder stirbt nicht. Stirbt nicht. Ich muss aufpassen. Der Inhalt der Krüge kann Unvorsichtige töten. Oh, super. Ey, ich bin auch noch vergiftet hier. Mal kurz ein Elixier. Oh, es zieht noch nach. Okay, ich muss also aufpassen. Oh, schon wieder. Oh Mann, ey. Shit. Na gut, Elixiere haben wir noch zwei. Nehmen wir den dritten auch mit, komm. Weil es Spaß macht. Diese Probe sollte reichen. Okay, der mit dem X. Die Krüge mit dem X. Also gut. Wo bist du? So, mal ganz kurz die Tür entriegeln. Der da ist zu weit weg, ne? Hier bist du nicht. Nee, der da sucht mich. Die haben kein X. Das heißt, die sind vergiftet. Ich muss aufpassen. Ja. Der Inhalt der Krüge kann Unvorsichtige töten. Alles klar, also alle, die kein X haben. Ich wollte es nur noch mal kurz probieren. Giftmischer haben wir hier. Kleine, fiese Giftmischer. Wir essen mal was. So. Kleine, fiese Giftmischer. Na gut, wir sind ja nichts anderes. Wir sind auch nur so ein kleiner, fieser Giftmischer. Den da will ich die Tasche klauen. So, kommst du hier unten langgelaufen? Ich hoffe doch. Ach, das benebelt, okay. So. Ja. Ja.
Ach, hier holt keiner eine Wache. Aber wir werden jetzt gesucht. So, was mit dir hier? Der hat mich gar nicht gehört. Der hört mich nicht. Nun kannst du ruhen. Ich habe gerade jemanden getötet. Ich muss hier schnell weg. Ist das der mit dem Beutel? Nee. So, Moment. Ich nehme das mal. Nee. Ist er nur das Opfer einer grausamen Welt. Genau. Jetzt haben wir. Wo kam das denn her? Ja, wo kam das denn her? Ich will ja alles looten, das ist das Gute. Ehe wir hier verschwinden. Moment! Komm mal mit! So. Für den da oben. Okay, was haben wir noch am Start? Die Truhe hier. Die Truhe hier, die hätte man fast stehen lassen. Also ich, ihr nicht. Ich schon. Haltet den Mann auf! Ein Dieb! Ach, halt die Klappe! Du kriegst gleich so ein Giftding an den Kopf hier. So, was haben wir hier noch? Zack, zack. Oh. 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 So viele tolle Sachen. Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Das nehmen wir definitiv nicht. Dieser Kalif hat keinen Respekt vor der Kunst der Medizin. Nee, hat er nicht. Er hat zu bedrohen. Diese Liste wird mich zu den Proben führen. Huch. So, meine kleinen Freunde. Meine Tasche ist so leicht. Zu leicht. Geht er auch noch da rein ins Gas? Hey, hier wird nichts rumgeworfen. Nee, geht er nicht. So. Hier haben wir noch eine schöne Truhe. Krieg ich dich? Krieg ich dich oder krieg ich dich nicht? Ich krieg dich. Was mit dem hier oben? Der steht da auch an der Kiste. So. Und die nehmen wir mit. Sehr geil. Ah. Ich glaube, die orange leuchten, die sind giftig, die sind vergiftet. Ja, die da. Das da ist ein Giftding auf jeden Fall. Und alles, was weiß leuchtet, ist okay. Das kann man sich mitnehmen. So, hier können wir ja nichts mitnehmen, ne? Aber die Truhe hier, die können wir noch mitnehmen. So. Und das nehmen wir auch mit. Das hier ist ganz blöde positioniert. Oh, ich hab's geahnt, ey. Okay, doch nicht das, was weiß leuchtet. Na, furchtbar. Okay, dann müssen wir doch wieder was schnabulieren. So. Na, ich sag, das wahre Problem ist die Regierung. Nee, das wahre Problem sind immer die Menschen. Das wahre Problem sind immer die Menschen. Die Menschen, die alles glauben, was ihnen gesagt wird. Die Menschen mit keinem eigenen Willen und keiner eigenen Meinung. Das ist das wahre Problem. So. Der ist verwirrt. Hey, mein Freund. Oh.
Jetzt werden wir aber gesucht hier. Haha. Oh. So. Hier war doch gerade eine Truhe. Ah, nee. Die nehme ich nicht mit. Bin noch so leicht vergiftet hier. So. Oh, Essen. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Da draußen läuft einer rum. Der sucht mich. So. Okay. Hey, das ist der! Wachen! Er ist hier! Schnappt ihn! Halt die Klappe! Und schnapp ich dich? Verbrecherischer Hund! Du bekommst deine Strafe! Wache! Hey! Bleib stehen! Du Unhold! Schande auf dich! Wachen! Oh Mann! Oh Mann! Ah, wir müssen noch mal rein. Wir müssen diese Krüge holen. Shit, erstmal so ein bisschen, wieder ein bisschen unentdeckt werden hier. Wir reißen mal ganz schnell hier das Bild ab. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. So, da haben wir auch jemanden, den wir bestechen können. So. 70 Metern hier. Ganz kurz schauen. Okay. Da läuft auch noch einer rum, ne? Ich muss diese Krüge also aufmachen. Kacke, das wollte ich eigentlich nicht. Aber da oben haben wir noch was zu essen. Das ist eigentlich sehr gut. Und den da müssen wir erstmal ausschalten. Hier bin ich. So, also doch die Giftkrüge aufmachen. Oh. Na gut, wo seid ihr denn? Wir haben noch was zum Einsammeln. Hier drin war noch einer, ne? Ich muss aufpassen. Oh. Der Inhalt der Krüge kann Unvorsichtige töten. Ja. Dann sind es doch die Orangen mal essen. Oh, das gibt's einfach nicht, ey. Mistvieh. Ja, Gift ist Gift. Dann essen wir mal eine Beere. So, Probe des Heilmittels haben wir jetzt auch. Also sind nicht die Orangenkrüge die Vergifteten, sondern die Orangenkrüge sind die Guten. Der da zum Beispiel. So, essen wir noch schnell eine Beere. Und sind wir wieder voll. Ja, mit dem X. Ich habe alle Proben, die ich brauche. Yes. Jetzt muss ich sie nur noch abliefern. Na dann. Wir werden stark gesucht. Nee. Der Lootfinger. Der Lootfinger wird hier auf die Probe gestellt, ey. So, warte mal. Wir werden gesucht. So, vorsichtig. Schlecht getroffen. Hast du dich versteckt? Ich hab mich nicht versteckt. So, wir sind eigentlich, also wir werden, ja, gesucht schon, aber halt, ne? Nicht so sehr. So, dann gebt man die Proben mal ab. Wer würde diese Proben in einem Blumentopf suchen? Nur wer davon weiß. Ich hätte mich nicht zeigen dürfen. Ja, ich hätte mich nicht zeigen dürfen. Ich weiß, Basim. So, Rostam Deutsch können wir jetzt auch verbessern. Und da hinten können wir uns dann auch wieder unentdeckt machen. So, genau hier. Die suchen also nach mir. Jetzt nicht mehr. So, warte, hier haben wir noch was. Sehr schön. Oh, hier haben wir ein Rätsel. Das Hammam.
Da waren wir schon. Ich würde gern zum Rätsel gehen. Ey. Liegt schon wieder so viel Zeug rum. Oh, ich komme gar nicht vorbei. Ah, oh, ich will zum Rätsel. Der Lootfinger, ey. Hey, Freunde. So, das holen wir uns jetzt. Ist das da oben auf dem Turm? Achso, sieht so aus, ne? Ist da oben irgendwo das Rätsel? Ja, toll. Ja. So. Oh Gott, Basi. Na gut, Flachkörper macht Laune. Hier hoch. Alihops. Die Moschee. Okay, hier drin. Da unten ist das Rätsel. Hier ist es. So. Den Schatz auch noch geborgen. Al-Abasia, 3 von 3 Rätseln hätten wir hier. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Platsch. Was haben wir hier für einen Auftrag? 86 Meter. Gehen wir doch mal hin. So. 30 Meter. 25, 24, 20, 19, 18. Komm zu mir aufs Dach. Mach ich. Habib. Habibi. So. Bassi, ich wusste, dass du es bist. Du bist nicht der Einzige mit Augen, die weit sehen. Sag mal, Tabit, du hast doch die Straßen mit Augen und Spitzeln bestückt. Das ist das Leben eines Rafik. Wo wären wir schon ohne mein Wissen? Wissen ist ein Werkzeug, eine Waffe. Es kann für Wohl oder Übel eingesetzt werden. Und der Orden nutzt es eindeutig für Letzteres. Was hast du erfahren? Die Fäulnis reicht tief im Haus der Weisheit. Sie nutzen irgendein uraltes Buch, in der Hoffnung, ein teuflisches Gerät zu bauen. Ich habe Gerüchte über diese gotteslästerliche Apparatur gehört. Sie nennen sie ihr großes Werk. Der Orden experimentiert an Menschen. Bis zum Tod. Ich habe sie vorerst aufgehalten. Aber jemand namens Arrabisu hat im Haus der Weisheit die Fäden in der Hand. Hm. Irgendeine Ahnung, wer diese Person sein könnte? Ich habe den großen Gelehrten, Fasil Fahim, in Verdacht. Diesen gebrechlichen alten Mann? Das sagen die Hinweise, die ich gefunden habe. Es könnte stimmen. Im Haus der Weisheit findet bald ein großes Symposium statt. Eine zwanglose Zusammenkunft Gelehrter mit einer Vorlesung, Leckereien und Gesprächen. Selbst die edle Arib wird dort sein. Geh und bespitzle diesen Fasil. Mit Bedacht. Doch ziehe deine Klinge nicht beim Symposium. Wir wollen uns noch nicht zu erkennen geben. Hm. Wenn Fasil aber schuldig und allein ist, dann schlag zu wie eine Natter. Aber du musst sicher sein. Bevor ich handle, werde ich das sein. Verborgener Strippenzieher. Nachforschungen öffnen. Wieder ein Oberhaupt. Arrabisu versteckt sich im Haus der Weisheit. Zarik ist ein Ordensmitglied mit dem Namen Arrabisu. Hinweis nicht gefunden. Alle Hinweise auch nicht gefunden. Okay, der Orden baut eine gefährliche Maschine. Das Buch ist der Schlüssel zum Aru. Ja, den hier haben wir ja. Das haben wir auch fertig. Bruderschafts... Haus Harbia, okay. Das haben wir auch fertig hier, ne? Genau. Das sind die ganzen Bruderschaftshäuser. Und was ist mit ihm hier?
Al-Kharis, bringe die Bücher ins Haus der Weisheit. Hier sind wir noch nicht. Unentdeckter Fall, dem Hafenmeister ist deine Haarnadel durchgerutscht. Triff dich mit Roshan nahe dem Bazar. Das können wir natürlich auch erstmal machen. Mach erstmal das. So, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße. Euer Rob. Ciao, macht's gut.